Und damit einen schönen guten Tag wünsche ich euch. Bei einem Game, was ich auf 54% Lautstärke gerade gestellt habe, sorry. Ich bin an eine Taste auf der Tastatur gekommen. Also nicht der gute Video. Alter, du hast Taste auf deine Tastatur, sag mal. Ich habe Tasten auf der Tastatur, das ist ja wow. Wahnsinn. Wow! Wow! Diese. Phänomenal! Dein Spiel, deine Regeln, stell jetzt vor. Achso, meine Periode, also meine Regeln sind. Nee, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Samstag gehabt. Da ich Rollercoaster verkackert habe, weil ich den Preis ein bisschen zu hoch angesetzt habe, spielen wir StarCraft. StarCraft, aber nicht normal. Wir spielen Best of Three. Erste Runde, wir spielen gegeneinander. Wir dürfen aber nur die billigsten Einheiten nehmen. Das sind bei Tirana die Space Marines, klar. Protoss die Berserker und bei Zerg die Zerglinge. Sonst dürfen wir nichts anderes bauen. Doch, wir dürfen die sozusagen aufwerten, aber wir dürfen sonst nichts anderes bauen. Zweite Runde wird ein lustiges Game sein, das seht ihr aber gleich, das muss ich davor nicht erklären. Und wenn es eine dritte Runde gibt, erzähle ich dann auch danach. Die wird es nicht geben, aber okay, wir machen mal los. Bist du nicht, Juti, bis dann. Bis dann, bis gleich. Ich wollte mich schon wieder gerade muten, ne? Also los, geht's los. Musst du bei uns jetzt nicht. Achso, ja, Handicap ist bei mir auf 80, aus Grund, dass Amorin vielleicht eine Chance hat. Ja, guckt euch einfach Staffel 1 an, dann wisst ihr warum. Ja. Achso, wir haben ja beide Zufall, klar. Ja, toll. Ich hoffe. Okay. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Achso, ich habe nicht genügend Mineralien. Achso. Ja. Starcraft, das wird so eine Katastrophe. Bist du nicht? Aber vielleicht ist die 80%. Ich wollte es gerade sagen, wie gesagt, ich habe nicht mehr so. Was ist das hier eigentlich? Ach, das muss ich da drauf setzen. Genau. Das ist genau der Punkt. Ich muss halt hier gucken, was ist das und was ist das? Ja, also darf ich eigentlich Verteidigungstürme bauen? Nein. Ach, die greifen uns nur an. Stimmt, Bunker dürfen wir nicht bauen. Nein. Das hattest du erwähnt. Sorry, hatte ich. Das brauchen wir ein bisschen schneller, das Ding hier. Ich glaube, das musste ich bauen, damit ich das hier bauen kann, oder? Ja. Hey. Wie komme ich denn hier runter eigentlich? Mein Gedächtnis kommt dann doch wieder ein bisschen wieder. Wo geht's denn hier lang? Da geht's raus. Da unten könnte man auch noch was hinbauen. Kann man auch lassen. Bauen wir das normal? Setzen wir das auf. Wie komme ich denn hier runter? Ist das der kleine Vorsprung? Okay, weiß ich Bescheid. Dahin bitte. Danke. Bitte. Dann haben wir hier das und das. Oh, ich höre deinen Sound. Das ist gut. Du hast Protoss. Du hörst meinen Sound? Ja. Wieso hörst du meinen Sound? Das ist auch weiß ich nicht. Ach, ja, nicht. Hier gab es ja noch ein Einheitenlimit, ne? Mhm. Wie konnte ich denn das erhöhen? War das durch die Dinger hier? Kann möglich sein, dass es durch die war. Das ist sogar relativ. Wo ist denn meine Schmiede? Doch, da. Ich bin voll mit der Maus drauf. Super, Justi. Das ist ein Knaller. Okay. Dann machen wir das mal dahin. So. So. Dem. Oh, mein Herz pochert, ne? Ich weiß nicht, wie krass mit 80% oder so. Ich hätte ich vielleicht doch auf 70% runter muss. Ich weiß nicht. Ja, das sagt. Das hörst du auch? Was? Nee, hat er bei mir gerade angesagt. Also bei mir nämlich auch, deshalb war ich jetzt gerade. Jetzt war ich gerade verwirrt. Die Frage: Bunkert der sich irgendwie mit dem Pylon ein oder nicht? Soll ich mich denn hier einbunkern? Ach, Scheiße, dazu braucht man ja. Mh.
Scheiße, daran habe ich jetzt natürlich nicht gedacht. Das ist natürlich blöd. Das ist blöd. Ich höre immer noch deinen Sound, ne? Echt? Das ist aber krass. Wie kannst du den hören? Ich habe Kopfhörer auf. Das ist eigentlich unmöglich. Den Sound zu hören. Das ist wirklich unmöglich. Sieht nicht. Und ich habe die kleine Wanze bei dir eingebaut. Doch, doch, ich höre gerade, ich habe schon wieder gerade, bei dir ist gerade eine Sonne auferstanden. Da, jetzt hast du irgendwas angeklickt, ich höre deinen Sound. Hast du irgendwo deine Boxen noch irgendwie an, Hase? Ich habe keine Boxen. Existieren nicht. Und deine komische Mini-Anlage da? Nein. Ja, haut mal raus hier die Scheiße. Ach, ich brauch noch mehr. Komm Leute, wir gucken mal. Wir gehen mal gucken. Ach, jetzt habe ich die aus Versehen da auf 1 gemacht. Oh, jetzt habe ich die 2. Die wollte ich auf 1. Neuk hier auf 2. Eieieiei. Ah, das ist ein bisschen dumm. Ich bin am Einheitenlimit. Schwer sind aber diese Scheiße hier zu bauen. Bau die Pisse, Alter. Klatsch das alles voll hier. Ist mir scheiße, ja, wie es aussieht. Der ist jetzt hier. Ja, doch, da ist er. Ah, okay. Ein paar Einheiten hat er schon. Oh, meine sterben ziemlich schnell. Eieieiei. Ist auch Protoss? Okay. Eieieiei. Oh, das ist natürlich doch schon ein bisschen. Vielleicht doch nicht so gut. Ja, auf rum zu kacken hier mit, du hast nicht genug Mineralien am Bach. Konnte man die Scheiße ja nicht irgendwie aufwerten? Was aufwerten? Ja, die Einheiten. Die sprechen Rätsel, ne? Ja, die Hauptstation halt. Da verwechselst du, glaube ich, Achso, könnte man nicht aufwerten. Okay, gut. Ja, wie gesagt, bin hier raus bei dem Game. So, wenn ich da oben bin, wird der wahrscheinlich hier unten sein, oder? Ach, jetzt habe ich schon wieder mich verklickt. Oh, da muss ich ja richtig auf dem... Alter, wohin das hier lang? Hier, wa? Ah ja, da. Oh fuck, oh fuck. Uiuiui. Da kommt der ja schon. Sind das alles deine Einheiten hier? Nee, okay. Oh, ich dachte schon, Alter. Ich dachte jetzt, och. Uiuiui. Oh. Nicht genügend Mineralien, Alter. Mein Leben für Ajur. Boah, jetzt habe ich schon den ersten Herzkasper gehabt, Leute. Alter. Was für ein Herzkasper bekommen deswegen gerade? Nur weil da 3 Einheiten angekommen sind. Waren schon ein bisschen mehr, ne? Ja, waren vielleicht 6. So, er muss hier durch auf jeden Fall. Okay. Genug meditiert. Genug meditiert. Was? Alter, ich verklick mich hier die ganze Zeit. Okay. Oh Leute, ich komme noch nicht mal dazu, irgendwie meine Einheiten zurückzuziehen, ne? Oh, das mit dem Handicap war eine Scheißidee. Das war eine richtige Scheißidee. Boah, da bin ich wirklich deutlich im Vorteil. Ja. Das ist ungleich. Das ist richtig ungleich. Ja, geht halt der erste Punkt mal an mich wahrscheinlich.
Sieht zumindest stark so aus. Mein Leben für Ajur. Mein Leben für Ajur. Zack. Komm, das macht keinen Sinn. Wir machen das so. Ja, die hätte dir geholfen. Die 30 Sekunden. Also wir hatten zwei Sachen. Einmal mit Handicap oder... Und noch nicht mal dazu, hier meine Einheiten irgendwie zurückzudingsen. Obwohl, oh, das schaffe ich jetzt, ne? Ja, das kriegst du hin, ja. Es ist die Frage, waren es jetzt alle seine Einheiten oder nicht? Oh! Habe ich jetzt an, Leute, oder nicht? Ja, alles klar. Er hat es halt trotzdem geschafft, ne? Keine Ahnung, wie der das macht. Kann das Spiel einfach nicht. Ich bin ein üblicher Spieler. Aber echt kurz mal die Hosen voll, aber richtig voll. Hast du 20 von den Dingern gebaut? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich hast du das. Ah, komm. Starkhaft, ich kann das Spiel nicht. Bin aber auch entspannt, was das angeht. Einzel? Okay. Einzel? Zurück zum Spiel. Ach, jetzt habe ich zurück zum Spiel gemacht. Punkteübersicht. Gut. Jetzt eine Art Tower Defense. So. Genau. Grob. In diese Richtung geht das jetzt. Habe ich Avorin davor gezeigt. Eigenes Spiel. Hate. Lobby erstellen. Im Prinzip wird die die gleich sehen. Du rutsch mal Level 2. Mhm. Du fall Spiel starten, genau. Gucken wir uns das mal an. So, Spielprinzip seht ihr. Ihr habt eine Fläche, da müsst ihr so Einheiten bauen. Das war jetzt schon mal ein bisschen blöd von mir, dass ich die da so hingesetzt habe. Die laufen dann los. Und Sinn dabei ist, die gegnerische Base zu zerstören. Genauso wie ihr sie hier baut, so laufen sie nämlich auch los. So alle paar Sekündchen. Rechts oben habt ihr so eine Anzeige. Deswegen. Die laufen hier los. Über die Grenze. Ach. Und dann kommen seine Einheiten. Scheiße. Und dann musst du das hier und das hier zerstören. Wenn du das geschafft hast, dann ist das Spiel gewonnen. Und ich muss auf Masse machen, weil ich habe Zergs. Zergs haben sehr wenig Leben. Aber dafür kosten die halt wenig. Das ist der Vorteil. Das ist halt wirklich ein Vorteil. Und er hat Marodeure und das ist natürlich ein krasser Vorteil gegenüber Zergs. Das ist böse. Das ist böse, das ist böse. Das kann hier ein bisschen anders vonstatten gehen. Und Income ist nicht so hoch hier, Alter. Hat halt trotzdem. Muss man ein bisschen wieder gucken. Das ist der Vorteil. Du musst ein bisschen gucken, immer was der andere dann baut. Guck mal, zack. Wie schnell die liegen, Alter. Wie schnell die liegen. So, wo ist er eigentlich? Ach, da. Entwickeln. So, jetzt wieder gucken. Okay, der baut auch ziemlich schnell.
Er baut auch ziemlich schnell. Aber er ist der 250. Ja, ist die Frage, spart man ein bisschen oder baut man wieder Einheiten? Das ist... That's the fucking question. Das ist halt immer die fucking questions bei sowas. Ja. Machen wir nochmal eine Welle sowas hier. Warte mal, jetzt will ich aber eigentlich 225. Alter, ist ja alle teuer! Das kostet alles ein bisschen, ja? Oh, der hat schon Lufteinheiten. Oh, das ist natürlich kacke. Ich habe nichts gegen Lufteinheiten, ne? Das ist gut. Komm, im Kamm, zieh an hier. Die sind halt aber auch teuer, die Lufteinheiten. Scheiße. Ich habe noch nicht mal Tier 2. Also hat er schon Tier 2 eröffnet. Scheiße, klar. Nix, also mach nicht so viel Schaden. Ich hab immer noch die Masse, das ist schon mal gut. Ja, hast du. Fuck. Hab ich, wo sind denn, ich hab... Ach, Hydralisten, er ist auf Tier 2. Eieiei. Da hab ich mich vielleicht ein bisschen verspekuliert. Was ist das hier eigentlich? Okay, also auf T3 muss ich ehrlich gesagt nicht gehen erstmal. Was ist das? Ich hab Errungenschaft, okay. 300? Eieiei. Oh, man braucht hier echt mehr Geld irgendwie. Ey, man braucht hier echt mehr Geld. Na, das war jetzt Schwachsinn. Warum habe ich das abgedatet? Ist egal. So, gucken. Ja, doch, sieht noch gut aus. Sieht noch gut aus. Ja. Sieht halt leider noch. Aber er hält noch, der Turm. Der Turm hält noch, er schafft es. Ja, den Turm kriegst du nicht so schnell platt. Ja. Ja, der ist so gut wie tot, der ist so gut wie tot, der Turm eigentlich. Was ist das eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was das ist, ne? Sind denn Hydralisten so teuer? Ja, hier sind ein paar Sachen dabei, die ich auch null kenne. Keine Ahnung, was die machen. Aber gehen wir weiter. Nicht genügend Mineralien. Ja, ich weiß. Mhm, du sagst es. Ich bin permanent am Limit, was die Mineralien angeht, ja. Das ist schon richtig. Auch gut von mir. Sehr, sehr gut. Ah, verklickt. Kam, Inkam, komm, Leute. Komm. Ich weiß nicht, was ist denn das? Ah, fuck, jetzt hat er hier. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich baue es mal, ist groß. Ich baue einfach gerade nur. Ich bin auch noch nicht T3, ne? Ich auch nicht. T3 bin ich auch noch nicht. Ich nee, forsche teuer. Ich will Einheiten bauen erstmal. Ich forsche hier gerade, wie bekloppt. So, wie sieht das hier aus? Alter. Wie das hier alles weggesmashed wird, ist krass. Oh yeah, das sieht gut aus, sieht gut aus. Ah, man hält sich. Da kannst du hier irgendwas bauen, wo ich nicht weiß, was das ist. Hier steht alles in Englisch, Mann. Ich kann kein Englisch. Echt? Bei mir steht es aber nicht unbedingt. Obwohl doch, die Einheiten sind auf Deutsch, aber die Updates sind in Englisch, ne? Ja, deswegen. Ja. Ich drück dann einfach nur drauf. So, komm. Ich erhoffe mir mal von euch, dass ihr hier ein bisschen was schafft. Nee, ich hoffe, ihr seid richtig scheiße. Die waren jetzt scheiße teuer, die Einheiten. Sind die jetzt hier schon mit bei? Sind sie? Ach komm, nee, ich überlege was. Ja, doch, die sind effektiv. Ich habe immer noch nicht genug Mineralien. Alter, die sind so scheiße teuer, diese Einheiten. Oh doch, es wird sehr viel weggesmackt von dir. Das ist gut. Also Bohnen bin ich sehr, sehr gut dabei. Als zweite Welle schaffe ich nicht. Okay, aber die erste Welle schaffe ich von dir sehr, sehr leicht. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ja.
Ich weiß auch nicht, was ist denn ein Raven? Ich habe keine Ahnung. Eggballs, die hier. Das ist eine Störmatrix, automatischer Geschützturm bauen, Panzerabwehrrakete, Detektor. Braucht keine Sau sowas. Sieht das hier aus? Pilzbefall. Oh. Komm halt auch nicht wirklich so. Komm ich wieder nach vorne? Komm, den setzen wir mal hier außen hin. Komm ich Gott, ist der teuer. Und dann ist das wieder weg. Solcher Siege Unit Attacks. Oh. Upgrade. Oh, Alter, die Upgrades kosten jetzt auch so viel schon langsam. Die Upgrades sind wahnsinnig teuer. Und keine Ahnung, ob ich das brauche oder nicht, ne? Das ist der Wahnsinn, Alter. Ja, in dem Sinne einfach alles. Oh, ich komme wieder über die Mittellinie. Oh nein, Spaß. Doch, eine Einheit steht über der Mittellinie, das zählt. Auch so ein Spiel, man könnte wahrscheinlich auch auf eine Einheit gehen oder so und so was. Die Tower Defense war so hoch. Da hast ja, du mal einen großen Tower gehabt und den hast du erstmal nur geupdatet. Bis nichts mehr ging. Könnte man wahrscheinlich machen, ja. Mhm. Wären hier alles auf Englisch. Ja, ne, ich versuche halt hier die Upgrades zu machen, wie bekloppt. Alles klar. Alter, deine zweite Welle, die kackt mich immer an, Alter. Oh, du kommst aber jetzt schon sehr... Oh, Alter, mein erstes Haus ist bald down, ne? Fuck. Naja, meins ist ja schon down. Also, so. Es wäre ja nur fair. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich baue keine Zerklinge. Boah, Alter. Kommt schon. Macht ihn fertig. Er wird wahrscheinlich sowieso gleich ein bisschen dumm gucken. Ja, wahrscheinlich. Oh, da hat schon Frachter. Oh. Ich brauche mehr Einheiten. Ich hab den großen, dicken, fetten Kreuzer. Und Leute, das spielt man eigentlich 3 gegen 3, ne? Jetzt müsst ihr vorstellen, dass jetzt hier so eine Einheit 3 gegen 3. Dazu braucht ihr schon einen sehr guten Computer. Hat man früher nämlich nicht. Da hat nämlich ja, das war so ein Spiel einfach nur geruckelt wie bescheuert. Ja, absolut. Das war richtig krass früher. Alter, aber wir gehen auch beide jetzt hier nicht nach, ne? Das ist ja anschließend auch schon nicht schlecht. Komm hier, mach alle Upgrades, die es gibt. Hause raus, einen nach dem anderen. So, jetzt stehen wir hier beide so ein bisschen quid pro quo, oder wie das ausgesprochen wird, an der Mittellinie. Konnte ich mal wieder zweimal auf den scheiß Bunker schießen. Und dann kamen sie wieder, deine Einheiten. Dann kommen meine hier unten wieder.
Okay, ich baller jetzt hier einfach alle drin, was irgendwie da ist. Also hat er gewonnen? Das ist auch fliegend? Hab ich Penner genannt? Bei mir gibt's coole Sachen. Hast du heute Glück, Penner, hat er gesagt zu mir. Hab ich Penner genannt? Das ist auch kein Wunder. Was ist das? Achso. Ja, seine Frachter, die flicken mich. Und die können oben und unten. Sieht nicht gut aus, Leute. Beides, ja. Sieht nicht gut aus. Na, dann kommt doch die dritte Runde. Das wird lustig. Aber das wird dann hoffentlich, ja, wird wahrscheinlich wieder ein schnelles Match dann. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich, man weiß es nicht. Ich gehe mal von aus. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon spielen, ne? Aufnehmen tun wir 35 Minuten. Ah ja, okay. Folge, Leute. So. Hat dein Haupthaus eigentlich schon Charme bekommen? Noch nicht. Nee, noch nicht. Vielleicht das, was ich jetzt baue, reißt mich vielleicht ein bisschen wieder raus. Reißt mich? Hey Leute, ihr wisst, ich kann kein Deutsch. Ich kann nichts mehr erforschen, ne? Ich bin komplett durch. Kann nichts mehr machen. Hab ich nochmal... Wir ziehen ihn hier ran und ich habe keine Ahnung, was die machen. Achso, die machen so einen Schwarm um ihn, okay. Okay. Ich sehe überhaupt nicht durch, was hier irgendwas macht. Ich habe keine Ahnung, was hier irgendwas macht. Es scheint, dass ich irgendwie irgendwas hier baue, was gut gegen irgendwas deine Einheiten sind. Ich komme wieder so ein bisschen raus hier. Glückwunsch. Zieht sich die Scheiße hier noch länger hin. Du wolltest gerade nicht gewinnen. Als ob ich da jetzt großen Einfluss drauf habe. Ich baue hier hinten. Ich mache hier alle voll hier hinten gerade. Um irgendwie Power reinzukriegen. Was denn du? Ein Artosilope. Ist ja wirklich ein Artosilope. Wieder ein bisschen auf Masse. Welchen Typi? Na, wie sind... Keine Ahnung, was er meint mit solchen Typi? Hat sich an den solchen Typi nicht erinnern? Oh, das ist aber jetzt aber... Ach so, ja. Der hat mal ja angekotzt. Der hat mal richtig angekotzt. Der war kacke, ja. Der war richtig kacke. Alter, wie viel aber auch hier keiner irgendwie nachgibt. Kein Platz. Nee, ich will die dritte Runde einfach nicht spielen. Ich will keine Stunde hier rausmachen. Wenn du so weitermachst, wird hier eine Stunde draus, allein schon mit Spiel 2. Ja, ich wusste ja nicht, dass du so gut hier drinnen bist. Es ist ein Tor-Defense-Spiel. Ich meine, wenn du mich da nicht am Anfang überrennst, dann verstehe ich das irgendwann. Natürlich ist es nicht gesagt, du kannst mich natürlich dennoch besiegen, aber es zieht sich dann halt. Ja, nee, jetzt kommst du ja gerade wieder. Ich glaube, ich habe den Wave noch nicht gewartet. Ja, dann probieren wir den mal aus als nächstes. Super. Das ist aber zu teuer. Weil eine so eine Einheit bringt jetzt auch nichts mehr. Alter, wir spielen das Spiel schon für 25 Minuten, ne? Ich hab noch eine andere Idee. Dass das nicht zu lange dauert. Hast du eine andere Idee? Was hast du denn für eine andere Idee?
dass wir vielleicht einfach sagen, okay, jeder kriegt einen Punkt 1-1. Dass wir die dritte Runde nicht machen müssen. Achso, dass wir uns hier auf dem Unentschieden einigen, dann steht es aber 2-1 für dich und dann wäre das Best of 3. Ja. Dann hättest du gewonnen. Nee, dass jeder kriegt einen Punkt. Punkt. Du hast das erste Spiel, ich habe das erste Spiel gewonnen, du jetzt wahrscheinlich jetzt hoffentlich mal langsam das zweite Spiel hier. Und dann steht es 5-3. Ach so, meinst du das? Ja. Du meinst mal schon. Oder eben es steht unentschieden und keiner kriegt einen Punkt. Kann man natürlich auch so machen, dann steht es weiterhin 4-2. Ah, so meinst du, das richtig bei Scharmützu sogar? Ja. Das könnte man natürlich auch noch machen. Ja, das könnte man Tatsache machen. Aber auch nur, weil du hier verdammt nochmal nicht nachgibst, Alter. Natürlich nicht. Hey, nur weil ich hier unterlegen bin, heißt das noch lange nicht, dass ich aufgebe. Das wird nie passieren. Aber ich baue hier wieder irgendwas und jetzt komme ich wieder ein bisschen. Also ich habe jetzt aber auch wieder Einheiten gerade gebaut. Also Upgrade, du... Ach so, warte mal. Ja, also ich kann hier halt nichts mehr upgraden. Achso, da wird erklärt, was es ist. Alles klar. Okay, bei mir regelt es jetzt schon leicht. Nur ganz leicht. Eieiei. Und das hier? Will ich bauen? Oh, Alter, was ist denn jetzt von mir für eine Armada da vor deiner Tür? Ja. Flamme an? Erinnert mich irgendwie an Fantastic Four. Oh, mein Haupthaus wurde gerade angegriffen. Ja gut, wir sind gleich bei einer Dreiviertelstunde, also ich würde mich auf diesen Deal definitiv einlassen. Aber auch nur, weil er weiß, dass er wahrscheinlich die nächste Runde verliert einfach. Richtig, richtig. Genau deswegen, also ne, das was ich hier mache, das ist, ne? Wenn wir die Aufnahme abgeschaltet haben, werde ich Ihnen auch das nochmal sagen, ne? Außer gerichtliche Einigung geht mal so. Ja, ja, ich sag nur letzte Woche Samstag. Letzte Woche. Freitag. Letzte Woche Freitag plus das, was ich jetzt hier gleich mache. Alter, ich hab sowas von dir, was gut. Glaubst du gar nicht. Ja, ich stehe sehr stark in seiner Kreide. Ja, ja, ja. Aber das ist einfach. Nee, ist okay. Nee, ist okay. Ja. Ja, dann. Also. Ich könnte jetzt natürlich hier noch das ganze Spielfeld hier noch irgendwie voll besiedeln, aber ich weiß nicht, ob ich das noch schaffen will oder nicht. Deswegen würde ich einfach sagen. Ja, darauf läuft es ja hinaus, also. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Ich könnte jetzt hier alle noch voller Söcklinge machen oder sonst sowas. Ja, ich könnte hier noch viel, viel mehr Bodeneinheiten bauen. Würde ich mal sagen, gehen wir auf Menü. Genau. Lassen wir das. Verlassen. Verlassen. Dann, das geht in die Geschichte von Scharmützu ein. Erstens, wer ist das längste Scharmützu gewesen überhaupt? Ja, ist es glaube ich, ne? Ja, ist es, glaube ich, Tatsache, ja. Ja, mit das dritte Spiel dann definitiv immer bei einer Stunde. Auch, dass wir uns geeinigt haben, dass keiner einen Punkt bekommt. Also, bleibt jetzt weiter entspannt. Wir müssen uns dann auskaspern, wer das nächste Spiel dann machen darf. Na, da würde ich sagen, nach wie vor du, weil du ja in dem Sinne, das letzte Jahr verloren hast, was einen Punkt gegeben hat. Genau, stimmt. Dann bleiben wir dabei. Dann bleiben wir dabei, ja. Nee, dann würde ich sagen, das geht in die Geschichte von Scharmützu ein. Wird wahrscheinlich nicht so wird nicht so schnell das zweite Mal vorkommen. Und bevor wir jetzt irgendwie eine Stunde hier noch drin sind, Leute. Danke, Leute. Die Leute, die jetzt noch dabei sind. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Nicht vergessen, lass deinen Daumen oben. Kannst du gleich oben. Willst du noch was sagen? Tschüss. Tschüss. Danke euch, bis das nächste Mal. Bye bye. Ciao.